Herzlich willkommen zum Baubeginn und der Eröffnung der Schaustelle des House of One mitten in Berlin. Wir freuen uns, dass Sie alle da sind und diesen wichtigen weiteren Meilenstein auf dem fertig gebauten oder zu dem fertig gebauten House of One heute mit uns hier feiern. Heute ist ein Tag der Freude und ein Tag des Dankes an alle die, die bis heute an dem Projekt mitgemacht haben und es möglich gemacht haben. Sie stärken uns. Sie stärken uns aus der Stadt der Wunden, wie einst unser erster Rabbiner Tovia ben Korin sagte, dieses Zeichen des Miteinanders als Wunder aus der Mitte der Stadt in die Welt zu senden. Ein Zeichen, das in seiner Bedeutung jeden Tag wichtiger wird in den aktuellen Geschehen in unserem einem Welthaus. Ich denke da in Deutschland an Hanau, an Halle, an Hoyerswerda und ich kann auch weiter in die Welt gucken. Schön, dass Sie heute da sind und mit uns feiern. Hier wollen wir den Blick von dort auf die Baustelle der weiten Öffentlichkeit der Stadt Berlin und allen Gästen, die hierher kommen, ermöglichen. Und wir wollen werben für das Miteinander der Religionen in unseren Gemeinsamkeiten, in unseren Unterschieden. Schön, dass Sie da sind und mit uns feiern. Wir begrüßen sehr herzlich die Bezirksbürgermeisterin. Herzlich willkommen, Frau Remlinger, dass Sie heute hier sind. Es sind auch einige Stadträte des Bezirks da. Ich sehe Herrn Gothe, den ich auch sehr herzlich begrüße, Mitarbeitende auch des Bezirksamtes. Den Akzent, warum wir so diese Einladung ausgesprochen haben, werde ich gleich noch erläutern. Ein herzliches Willkommen dann auch an Frau Springer. Herzlich willkommen, Herr Freiberger. Und a very warm welcome dir, Mr. Ahmad. Es ist toll, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Wir begrüßen dann Mitglieder des Kuratoriums unserer Stiftung. Wir begrüßen die Nachbarn, die hier ringsherum ihr Domizil gefunden haben und finden werden. Wir begrüßen die Planungsbeteiligten des House of One und ganz herzlich ein Gruß an alle Freundinnen und Freunde des House of One, die heute hier sind. Herzlich begrüßen möchte ich alle unsere Mitarbeiter. Ohne sie wären wir heute nicht hier. Sie leisten alle überdurchschnittlich viel für dieses Projekt und mehr, als wir uns zu wünschen hoffen dürften. Umsichtig und fokussiert treiben sie das Projekt voran durch alle Höhen und Tiefen, die ein solches Vorhaben mit sich bringt. Dass sie das jeden Tag für uns tun, dafür möchten wir ihnen danken. Das ist wunderbar und es ist toll, dass Sie heute alle hier sind. Herzlichen Dank. Dass Sie, liebe Frau Remlinger, heute hier sind, ist ja alles andere als ein Zufall. Das House of One ist ja sehr gewachsen und es agiert in dem Spektrum von Lokalem hier auf dem Petriplatz und in Berlin-Mitte, Verwurzeltem und den internationalen Kontakten und Projekten, die wir ja auch angestoßen haben. Heute liegt der Akzent hier auf dem Lokalen, auf dem, was mit der Schaustelle passieren wird, was mit dem Baubeginn passieren wird und das House of One soll weiter hier auch seine Heimat im Bezirk Mitte finden. Und deshalb sind Sie die einzig Richtige, die heute hier ist. Und ich danke nochmal für Ihr Kommen und bitte Sie um Ihr Grußwort. Danke. Liebe Frau Ranke, lieber Herr Stolte, lieber Herr Pfarrer Oberg, lieber Herr Sanchi, lieber Herr Nachama, liebe alle, ich bin froh, dass Sie, Herr Stolte, erklärt haben, warum Sie glauben, dass ich heute die Richtige bin, weil ich muss ehrlich sagen, ich dachte, als ich auf die Einladung geguckt habe, ich hätte erwartet, dass der ganze Senat heute hier ist. Bei den Kleingärtnern letzte Woche waren Sie alle da. Und es ist Ausdruck vielleicht aber auch dessen, dass ich wirklich denke, dass es ein sehr, sehr bedeutendes Projekt ist, das Sie hier stemmen und vielleicht auch schon Teil Ihres Erfolges, dass es schon so lange Stadtgespräch ist, dass Sie sich leisten können, heute mal einfach nur einen lokalen Schwerpunkt zu legen. Darüber freue ich mich auf jeden Fall sehr und ich möchte mich bei allen bedanken, die so hartnäckig und entschlossen sich hier in die Berliner Mitte, in das Herz dieser Stadt, über die die Stiftung, glaube ich, auch mal gesagt hat, hier herrscht viel religiöser Analphabetismus und gerade da gehen wir hin.
Es ist eine große Aufgabe, die Sie sich da genommen haben. Eine große Aufgabe, das ja gerade im Bezirk Berlin-Mitte, der ja auch, ich glaube, wir alle, meine Kollegen, Herr Gotha, Herr Keller ist auch da, freut mich sehr, dass wir wissen, an wie vielfältigen Bezirk wir haben, dass hier über 100 Nationen und eben auch mit vielfältigsten religiösen Hintergründen leben. Und ich glaube, dass sehr oft vorausgesetzt wird, dass, weil wir so ein bunter Bezirk sind, dass es das Zusammenleben eine Selbstverständlichkeit ist, und das ist es nicht. Ich glaube, dass sehr oft Menschen eher nebeneinander herleben und aus den verschiedenen Kulturen und Religionen und wenig voneinander wissen, sich wenig begegnen, und dass gerade das zu bearbeiten eine sehr wichtige Aufgabe ist, die ich gerne mit Ihnen allen und natürlich vor allem auch mit Ihnen als House of One wirklich angehen möchte. Wenn ich möchte nur ein Beispiel nennen, wenn ich sage, eine Vielfalt zusammenbinden ist gar nicht so einfach. Ich habe eine Dialogreihe mit den Moscheegemeinden des Bezirks, und auch da stelle ich schon fest, welche große Meinungsvielfalt es innerhalb einer Religion geben kann. Ich finde das einen sehr, sehr produktiven Dialog, und vielleicht können wir da auch da was zusammenbinden. Denn wir haben uns ja vorgenommen, dass ich nicht nur heute hier als Grußwort Sprecherin hier bin, sondern ich freue mich sehr, dass wir die Absicht haben, einen Kooperationsvertrag zu schließen. Die Themen haben wir noch nicht festgelegt. Die Themen fragen wir derzeit im Bezirksamt ab, wer sich welche Zusammenarbeit vorstellen kann, dass wir gemeinsam einen Pfad der Toleranz, die Idee eines Pfads der Toleranz entwickeln wollen, haben wir schon vorverabredet. Darüber freue ich mich sehr. Wie gesagt, ich glaube, wenn wir in die Welt gucken, dann ist diese Arbeit unersetzlich, und ich bin wirklich glücklich über jeden, der die Geduld hat, das im Lokalen auch zu tun. Man kann ja versucht sein, gleich die ganze Welt retten zu wollen, nur das über Außenpolitik lösen zu wollen, aber ich glaube, im ganz, ganz lokalen, täglichen Miteinander, da liegt auch ganz, ganz viel zu tun, ganz viel Bedeutung, und in diesem Sinne wirklich vielen herzlichen Dank, dass Sie sich ausgerechnet nach Berlin-Mitte gesetzt haben. Der Bezirk freut sich, dass Sie sagen, es soll die Heimat sein, und wir werden alles tun dafür, dass es für Sie eine gute Heimat ist. Vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Vielen Dank, dass Sie alle das House of One unterstützen, und alles Gute. Vielen Dank auch, dass Herr Freiberg und Frau Springer hier sind und das unterstützen. Und viele Prominente, ich habe bestimmt viele von Ihnen vergessen zu begrüßen. Unterstützen Sie uns weiter und kommen Sie auch gerne auf mich und den Bezirk zu, wenn Sie sagen, diese oder jene Idee wäre doch eine gute Idee der Zusammenarbeit. Vielen Dank. Lassen Sie etwas milde mit dem Senat walten, Sie werden sich noch einarbeiten. Aber wie gesagt, es war eine ganz bewusste Entscheidung, dieser Akzent auf das Lokale. Und dass wir mit Ihnen die Kooperation eingehen wollen, hat von Seiten des House of One und von Seiten unserer Stiftung eine Vorgeschichte. Also wir fangen nicht bei Null mit Ihnen an. Und darüber wird Ihnen Esther Hirsch ein paar Informationen geben. Horeni Hashem, Dakecha, Onecheni, Beorech Misha, Unecheni Beorech Misha, Beorech Misha Leman Sharerei. Zeige mir den Weg, heißt es in den Psalmen. Und genau das tun wir hier auch. Wir suchen einen Weg. Nicht umsonst heißt es im jüdischen Gesetz die Halacha, den zu gehenden Weg. Wir wollen einen Weg gehen. Und wie Frau Remlinger eben schon sagt, das ist der Pfad der Toleranz, den wir hier beginnen. Und wir sind sehr froh, dass wir hier ein fester Anker sind im Pfad der Toleranz, den die BVV ja 21 schon mit den religiösen Weltanschauungen beschlossen hat. Aber es ist auch ein Ort der Verständigung und des Wissens. Und Wissen macht uns sicher. Das Wissen schafft uns Sicherheit im Umgang miteinander und
dass Wissenschaft und Sicherheit keine Vorurteile mehr voreinander zu haben und nicht auf die neuesten Fake News reinzufallen. Aber wir können das nicht alleine, wir können das nur in Netzwerken. Und bundesweit haben wir ein sehr starkes Netzwerk. Wir werden gefördert von Demokratie leben und dafür sind wir sehr dankbar, denn es ist ein großes Netzwerk, was hier geschaffen wurde, was aus den verschiedensten Richtungen kommt, in dem wir angeleitet werden und in dem wir auch Sicherheit finden. Und es ist auch das Netzwerk hier in Berlin Mitte vom Bezirk mit Demokratie in der Mitte, einem Projekt, mit dem wir mit Akteuren hier in der Nachbarschaft unsere Kräfte und Kompetenzen bündeln. Wir erreichen damit, wie wir zum Beispiel gerade gemacht haben mit der Fortbildungsreihe gegen Antisemitismus, Multiplikatoren wie MitarbeiterInnen von den Bezirksämtern, Projektmitarbeiterinnen, Lehrerkräfte, Erzieherinnen, unglaublich viele Menschen, die das weitergeben. Und wir werden zukünftig persönlich hier vor Ort Ansprechpartner sein und ein Ort mit offenen Türen dank dieser Schaustelle. Denn bislang sind wir regelmäßig zu Gast bei anderen Menschen und wir stehen schon lange im Dialog mit Schulen Berlins, Schulen in ganz Deutschland, mit Fakultäten, Kulturinstitutionen. Besonders an dieser Stelle möchte ich mich bedanken für die unglaublich engagierte Arbeit von Menschen im Bildungsbereich, wie zum Beispiel die Kurve aus Magdeburg, Arbeit und Leben Sachsen, die Polizei Berlin. Ich habe leider hier ein Zeitlimit, deshalb kann ich nicht alle aufzählen. Und wir sind auch im Netzwerk, Sie sehen das schon da drüben, das Haus steht bereits und wird bald eröffnet. Das ist das Zentrum der Archäologie in Berlin und wir arbeiten mit der Archäologie zusammen. Das ist auch ganz wichtig für uns, weshalb wir auch diese Archäologie hier unten haben. Wir binden diese Geschichte nämlich immer in unsere Vorträge mit ein, in unsere Seminare mit ein. Nur wenn wir wissen, wo wir herkommen, können wir auch wissen, wo wir hingehen und wer wir heute sind. Und die Archäologie ist ein wichtiger Partner auf diesem Weg. Es ist eine große Bereicherung. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit. Und an dieser Stelle möchte ich auch Frau Claudia Mehlisch danken, die das Team hier auf dem Platz über lange Jahre schon anleitet und führt und mit der wir eng zusammenarbeiten. Das wird hier eine Anlaufstelle sein für Besucher, für Neugierige. Die Möglichkeit, die Stadt zu präsentieren, liegt jetzt auch bei uns, eine große Verantwortung, und zu zeigen, was diese Stadt auch alles ist. Eine diverse, eine offene Metropole mit der mannigfaltigen Geschichte, die wir schon haben, mit der diversen Herkunft, den diversen Religionen, die hier schon lange vor Ort sind und die auch heute noch hier sind. Und wir wollen diese wechselvolle Geschichte darstellen. Wir wollen sie in die Welt tragen und wir freuen uns auf eine spannende Zukunft für alle, die bereit sind, daran mitzuwirken. Ich danke Ihnen. Wir hören jetzt das Posaunenquartett der EGBO Berlin und zwar Georg Philipp Telemann, das Rondeau. Vielen Dank, dass Sie heute mitwirken. Thank you.
Baruch haba b'shem Adonai, berachnuchem mi b'het Adonai. Willkommen im Namen des Ewigen. Wir drei aus dem House of One grüßen Sie alle. Willkommen. Shalom Aleichem, Aleichem, Shalom. Und Salam Aleichem. Friede sei mit euch hier und mit allen Menschen, fern und nah. Im Psalm 127 lesen wir Shir HaMalot LiShlomo, ein Stufenlied von Salomon. Wenn der Ewige nicht das Haus baut, vergeblich haben sich dann daran abgemüht die Bauleute. Wenn der Ewige die Stadt nicht hütet, vergeblich wachen die Wächter. So singt König Salomon seinen Bauleuten ein Lied. Ein Lied, das heute als Psalm überliefert ist. Aber was heißt es nun, ein House of One zu bauen? Ein Bet- und Lehrhaus, in dem zumindest alle abrahamitischen Kinder Gottes unter einem Dach vereint, aber doch getrennt, jeder in seiner eigenen Tradition, in seiner Kirche, in seiner Moschee, in seiner Synagoge betet. Und König Salomon fragt sich beim Bau des biblischen Tempels im ersten Buch der Könige, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, schon die Himmel und die Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte das dann ein Haus tun? Ein Haus, das ein Menschenkind gebaut hat. Du Ewiger, so sagt Salomon, hast uns gesagt, da sollen meine Namen drin wohnen. Und du wolltest hören dann das Gebet, das wir an dieser Stätte beten werden. Jedes Haus ist natürlich zu klein für Gott und doch gibt es immer wieder den Wunsch, einen Ort zu schaffen, an dem wir uns Gott nähern, seinen Namen anrufen, zu ihm beten, Synagogen, in Kirchen, in Moscheen. Denn dieses Haus ist diese von ihm geschaffene Erde. Hier, wo wir alle wohnen. Hier, wo wir jetzt sitzen oder stehen. Und wir haben drei Wege abrahamitischer Religionen mit jeweils ihrem spezifischen Weg zu Gott. Zu keiner Zeit ist es gelungen, dass seine, also Gottes Kinder, wir, im Gleichschritt auf den Vater aller Menschen zu kommen. Nein, wir sprechen alle individuell. Jeder Religion in ihrer Sprache, sprich in ihrer Tradition. Und leider haben wir in diesem noch verhältnismäßig jungen Jahrhundert schon Schreckliches erlebt. Eben auch schon genannt worden, einiges davon. 9/11 2001 in New York. Bataclan 2015 in Paris. Die Ermordeten in der Kirche in Kairo 2016, das Blutbad hier in Berlin am Breitscheidplatz 2016, der Anschlag auf die Synagoge von Halle 2019, die Morde von Hanau 2020 und die traurige Liste ließe sich unendlich lang weiterführen. Und vor diesem Hintergrund haben viele gesagt und sagen es heute noch, religiöse Toleranz ist Mission Impossible. Und das akzeptieren wir drei nicht und das akzeptieren wir alle nicht. Oder in den Worten des Psalmisten Evan Masu Habonim Haitale Rospina, den Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Die Toleranz, die von anderen als Mission Impossible bezeichnet wird, die wollen wir hochhalten. Und so bauen wir gemeinsam ein Bet und ein Lehrhaus, das House of One, ein Haus, in dem alle Namen Gottes wohnen, in dem jeder seine Sprache spricht. Wir überhören uns nicht, sondern wir respektieren einander und hoffen und beten, dass dieser Respekt Schule macht und schließlich alle Menschen friedlich beieinander sind. Wie es im Psalter so schön an anderer Stelle heißt, und wir alle kennen das Lied und haben es im Ohr, in dem Atofen Manaim, Shevet Achim Gam Yachad, sieh, wie schön und lieblich ist es, wenn Geschwister
einträchtig beieinander wohnen. So möge es werden. Amen. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Festgemeinde, seit über 10 Jahren sind wir auf dem Weg zum einträchtigen Beieinanderwohnen. War das nun verlorene Zeit oder doch geschenkte Zeit? Sicher, vieles wäre nicht nötig gewesen. Roland Stolte und unsere Architektinnen und Planungsfirmen hätten auf so manche Umorganisation und Umplanung gerne verzichtet. Mit etwas Abstand lassen sich die vergangenen Jahre aber auch als geschenkte Zeit bezeichnen. Denn wenn Menschen zusammenziehen, ist es gut, dass sie sich zuvor kennenlernen. Dem wird unsere House of One Box hier dienen. Aber vor allem braucht das Miteinander von unterschiedlichen Zeit. Auch das Abstimmen unserer Schritte aufeinander und auf unser gemeinsames Ziel braucht Zeit und Vertrauen. Vertrauen, das mit den Jahren und mit dem, was wir als House of One Team gemeinsam erleben, wächst. Wer hat uns nun diese wertvolle Zeit geschenkt? Zunächst die Gründergemeinden und ihr Umfeld mit ihrer nie nachlassenden Unterstützung. Dann die Fördergeber von Land, Bund und Stadt, unsere Großspenderinnen und zahllose weitere Spender und Helferinnen. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Und wir danken Gott. Er schenkt uns die Zeit. Er macht das auf seine Art. Oft im Rückblick erkennen wir, wie wenig in unseren Händen liegt. Eine Pandemie und plötzlich ruhen alle Arbeiten. Krieg bricht aus. Das Klima ändert sich bedrohlich und alles wird komplizierter und teurer. Die Krisen der Zeit zeigen die Verwundbarkeit unserer Gesellschaft. Und sie verweisen darauf, dass Projekte wie das House of One notwendig sind. Projekte, die auf das zwischenmenschliche Miteinander setzen, bevor es zu Krisen kommt. Und die, die Krisen meistern, im Vertrauen auf Gott und im gemeinsamen Ringen. Gemeinsames Entdecken, Unterschiede wertschätzen, sich aufeinander einlassen, sich Zeit nehmen zum Hören auf Antworten, zum Nachdenken. Zeit für Gespräche zwischen Bau- und Betleuten, zwischen religiösen und nicht religiösen Menschen. Etwas, das dem Einzelnen Würde gibt und eine Gesellschaft des Respekts entstehen lässt. Etwas, das in unserem Land, das für ein friedliches Zusammenleben weltweit dringend nötig ist. All das braucht Zeit. Zeit zum Bauen, Reden und Beten. Die gesammelten Erfahrungen der Bauleute werden ebenso gebraucht wie die Erfahrung der Gebetsmenschen verschiedener Religionen. Rabbiner Andreas Nachama hat mit Psalm 127 begonnen. Ich möchte damit abschließen. Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen. Letztlich haben wir es nie ganz in der Hand. Doch heute können wir sehen, dass Gott ja am Werk ist. Hier steht die House of One Box und wir beginnen zu bauen. Und im Vertrauen auf Gott können wir es ausführen. Er schenkt uns die Zeit. Amen. Ich beginne mit der eröffnenden Sure, Sure al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Meine hochgeschätzten Geschwister, liebe Freundinnen und Freunde des House of One, sehr verehrte Gäste. Ja, es ist eine geschenkte Zeit. Es ist eine geschenkte Zeit, weil wir nicht gewartet haben. Wir haben in all diesen Jahren tagtäglich das House of One gelebt und erlebbar gemacht. Und wir haben versucht, unser Mission Impossible, was für mich eine religiöse Tradition ist, eigentlich auch als ein ständiger Wegbegleiter zu machen. Heute möchte ich über inspirierende Verse aus dem Koran sprechen, über Al-Baqarah, die Sure 2, Koranverse 124 bis 129. Diese Verse erzählen von der Prüfung und Erwählung des Propheten Abraham durch Gott. Gott erwählte Abraham als Leitbild für die Menschen. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا und beauftragte ihn damit, dem von Gott vorgesehenen Weg Treue zu zeigen. Abraham antwortete dem Ruf Gottes mit Demut und Hingabe. Er erhielt schließlich die ehrenvolle Aufgabe, die Kaaba in Mekka wieder aufzubauen. Ein Haus, das im Koran als ein von Gott errichteter Ort der Zusammenkunft und Sicherheit bezeichnet wird. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. Weiter heißt es, ich zitiere, nehmt die Stätte Abrahams zum Gebetsplatz. Daher ist Kaaba bis heute das spirituelle Zentrum und Hauptgebetsstätte des Islams. Abraham und sein Sohn Ismail errichteten die Grundmauern des Hauses und beteten zu Gott, dass er ihre Taten annehmen möge. Auch wir, das House of One, errichten eine Stätte als ein Ort des Gebetes verschiedener Religionen und als ein Ort der Zusammenkunft und Sicherheit. So bete auch ich mit Worten aus dem koranischen Bittgebet Abrahams. Unser Herr, nimm es von uns an. Mit Sicherheit bist du der Hörende, der Wissende. Unser Herr, mach uns zu dir ergeben und mach auch aus unseren Nachkommen eine Gemeinde, die dir ergeben ist. Ich möchte meine Worte mit einem Zitat unseres ehrenwerten Propheten Mohammed beenden. Gottes Segen und Frieden seien auf ihm. Er sagte, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer Freundschaft, Barmherzigkeit und Sympathie zueinander ist wie das eines Körpers. Wenn ein Teil davon leidet, leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Der Gläubige ist in arabischer Sprache der Mu'min, das heißt der Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit Ausstrahlende. Als eine Gemeinschaft, die für Sicherheit und Vertrauen steht, sind wir zu einem Körper zusammengewachsen und setzen wir uns gemeinsam mit Leidenschaft für Frieden und Menschlichkeit ein. Wir laden Sie herzlich dazu ein, ein Teil dieser wunderbaren Gemeinschaft zu werden, die hier am Petriplatz mit dem Errichten des House of One eine neue Heimat finden wird. Möge Gott Sie behüten und unsere Bemühungen um Frieden erfolgreich sein lassen. Amen. An dieser Stelle rufen wir drei, den einen, den ewigen unseren Gott an und bitten ihn, jeder in seiner Tradition und mit seinen Gebeten um Hilfe und um Schutz für dieses Gebäude und für alle, die es errichten werden. Aus dem Gebetsbuch Jawshan al-Kabir, Ya Rabb al-Bayt al-Haram, Ya Rabb al-Masjid al-Haram, Ya Rabb al-Balad al-Haram, Ya Rabb al-Nur wa-Zaman, Ya Rabb al-Tahiyyat wa-Salam, O du Gott des unantastbaren Hauses, O du Gott der unantastbaren Gebetsstätte, O du Gott des unantastbaren Ortes,
O du Gott des Lichtes und der Finsternis. O du Gott des Grußes und des Friedens. So wie du die Gebetsstätte deiner ehrwürdigen Propheten, Segen und Frieden seien mit ihnen, gesegnet hast. Für ehrwürdig und unantastbar erklärt hast, segne auch das Haus of One. Mache dieses Haus zu einem Haus des Friedens und der Sicherheit. Lasse von diesem Haus Sicherheit und Frieden strahlen. Beschenke alle Menschen mit deinem Segen, die an diesem Haus gearbeitet haben, daran arbeiten und noch arbeiten werden. Amen. Lebendiger Gott, wir danken dir für die House of One Box und dafür, dass wir ein neues Haus bauen dürfen, in dem Menschen miteinander reden, beten und feiern werden. Wir danken dir für alle Unterstützerinnen und Förderer. Wir danken dir für die geschenkte Zeit. Wir bitten dich, behüte alle, die hier arbeiten, vor Unfällen. Lass uns zugewandt und einladend sein. Lass uns nicht vergessen, dass dir, Gott, jedes Leid am Herzen liegt. Sei mit den Armen und den Flüchtlingen, mit den Opfern von Krieg und Gewalt und Klimawandel. Sei mit den Kranken, den Sterbenden und mit unseren Toten. Segne Gott alle Menschen, die die Idee des friedlichen Miteinanders leben, die die Besucherbox betreuen werden und die, die das House of One begleiten, im Gebet, mit Spenden, mit Freude und mit Begeisterung. Amen. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, Gebieter der Welt, der uns Leben und Bestehen gegeben hat und uns in diese Zeit hat gelangen lassen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shehechiyanu v'kiyemanu v'hiyanu lazman hazeh. Herr der Welt, segne und behüte die Bauleute, lass sie deinen göttlichen Schutz und in deinem göttlichen Schutz dieses Haus auch One errichten. Ribono Haolam, barechet shomer et habonim, ufros aleihem sukkat shlomecha, livnot et habayit hazeh b'shalom. Amen. Mit dem Bittgebet Mose im Koran wende ich mich an dich, o Herr. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul uqad min alsinatina yafqahu qawlana. Mein Herr, weite uns unsere Herzen, mache uns unsere Tätigkeiten leicht und löse uns die Knoten in unseren Zungen, damit sie unsere Worte verstehen. Amen. Ufros aleihem sukkat shlomecha, breite die Hütte deines Friedens über uns alle aus. Ivarach Adonai v'yishmerecha yair Adonai panav elecha v'yikunecha yisar Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Vieles geschafft, meine Damen und Herren. Auch wenn wir gerade hier in Berlin immer wieder gefragt wurden in den letzten Monaten, gibt es denn das House of One überhaupt noch? Es tut sich ja gar nichts auf der Baustelle. Und so sah es ja auch aus. Aber dennoch, es ist viel geschafft.
Sie können mir glauben, es gab keinen Tag, an dem wir die Hände in den Schoß gelegt haben. Die Grundsteinlegung vor 2 Jahren, in den schwierigen Corona-Zeiten, die Fortsetzung der komplexen Planungen für das House of One, das alles andere als ein gewöhnliches Gebäude ist. Dann das wachsende Bewusstsein für die Nachhaltigkeitsthemen und die Aufgabe, sinnvolle Maßnahmen in die Planung noch mit aufzunehmen. Und schließlich die schwierigen Fragen rings um die Turbulenzen im Baubereich mit den extrem gestiegenen Bau- und Materialkosten. Zu bedenken gab es vieles, zu tun noch mehr. Alle Sorgfalt galt diesen Themen und wir werden sie weiterhin mit höchster Sorgfalt im Auge behalten müssen. Aber mit guten Partnern haben wir Lösungen und Wege gefunden. Wege, die weiter beschritten werden können. Nun bauen wir los. Wir bauen weiter, nachdem schon 2019 die Tiefgründung mit den 70 Bohrpfählen ausgeführt wurde. Für das House of One ist es heute ein großer Tag. Ein Tag der Freude. Und das zu einem Friedensprojekt wie dem House of One, die Freude und das sich Freuen unbedingt dazugehören, ist ein biblischer Hinweis auf den Reichtum dessen, was Frieden alles ausmacht. Das Reich Gottes, so heißt es dort, ist Frieden und Freude. Ein Tag der Freude heute für das House of One. Aber Freude worüber eigentlich? Das eine ist, und das ist das Wichtigste, die Freude darüber, dass der Planungs- und Bauprozess in den letzten 10 Jahren in all seinen Phasen immer mehr Menschen in diesen Prozess hineinzog. Was wäre das House of One, wenn ein tolles Gebäude entstünde, das niemanden interessiert? 3 kleine religiösen Gemeinden begannen und es wurden immer mehr. Heute sind es viele Religionen, die einbezogen sind. Verschiedene Konfessionen in den Religionen, Universitäten und Schulen, Sportvereine, Unternehmenspartner. Es sind 30 Projektbotschafterinnen und Projektbotschafter in 9 Ländern und Partnerprojekte des House of One in der Zentralafrikanischen Republik, in Georgien und Israel. Und noch weiter, von Anfang an prägen die Gebete und Andachten diesen Prozess. Und aus dem Planungsprozess heraus haben sich die Bildungs- und Präventionsarbeit entwickelt. Von dem wachsenden nationalen und internationalen Netzwerk ganz zu schweigen. Das House of One fasziniert also in besonderer Weise. Es lockt im besten Sinne die Menschen an und sucht sie in diesen Verständigungsprozess zu verwickeln. Das House of One ist demgemäß kein Projekt für Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Grunde hat das House of One kein Interesse daran, sondern so rasch wie möglich sollen alle stattdessen zu Mitwirkenden werden. Diese Faszination zu erzeugen, diesen Sog, das ist ein ganz eigener Prozess, der eine eigene Methodik und Professionalität erfordert. In den letzten Jahren waren das unsere begleitenden Zwischenschritte. Der interreligiös aufgeladene Architekturwettbewerb, die Veranstaltungsreihe in der alten Försterei und im Polizeipräsidium, die Friedensgebete im Grabungsfeld, der Pavillon in Wittenberg, das Young House of One und dann der Pavillon auf dem Petriplatz, alles Lockmittel, jeweils kleine Bäche, die das Flussbett des House of One immer größer machten. Mit der House of One Box und der Schaustelle startet nun heute wieder ein neues Lockmittel hinein in den Verständigungsprozess von Religion und Gesellschaft. Wieder ein kleiner Anfang auf 42 Quadratmetern, aber auf der Grundlage einer Idee, die nun bereits in viele Länder ausstrahlt. In unseren Zeiten, wo alles effizient und schnell gehen muss, wo Zeit Geld ist und die Kosten urteilsbildend, setzt das House of One einen anderen Akzent. Es muss beim House of One nicht schnell gehen, um jeden Preis. Und zwar dann und nur dann, wenn die House of One-Bewegung durch kluge Zwischenschritte immer weiter wächst. Durch das gemeinsame Planen, Überlegen und Abwägen, durch den Pavillon oder eben jetzt durch die Schaustelle. Beim House of One erhält die unbedingt notwendige Professionalität der Bauplanung als kluge Schwester die Professionalität einer interreligiös-gesellschaftlichen, integrativ-sozialen Praxis. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Und wer das House of One seriös bewerten möchte, muss beides auf die Waage legen. Das House of One als Gebäude und das House of One als daraus entspringende, wachsende Bewegung. Und darüber freuen wir uns. Dass es bislang uns ganz gut gelungen ist, beides zu verbinden.
und den Planungsprozess zu vermählen mit dem Geist des House of One als ein Bet- und Lehrhaus. Es konnte also auch heute gar nicht anders sein, als den Baubeginn und die Eröffnung der Schaustelle liturgisch zu feiern. Es ist der, fast hätte ich gesagt, zwingende Weg, House of One zu sein. Und die Kooperation mit dem Stadtbezirk Mitte, dann müsste ich auch hier sagen, zwingend deutlich, dass das House of One all das, was das Leben im Bezirk Mitte ausmacht, mit allen Schönheiten, Problemen und großen Herausforderungen nicht scheut, sondern mitten da hinein will. Hier zählt, was Wolfgang Schäuble vor 2 Jahren zur Grundsteinlegung des House of One sagte. Das House of One verkörpert aber vor allem eine Botschaft an die Religion, ihre Verantwortung in der Welt und für die Welt wahrzunehmen. Denn Glaube und Religion gehören weiterhin zu den großen Themen der Menschheit. Die Freude wird damit zur Aufgabe für unseren weiteren Weg, dass nämlich der Planungs- und Bauprozess in seinen weiteren Phasen immer mehr Menschen in diesen Prozess klug einladend und faszinierend hineinzieht. Hinzu kommt noch ein zweiter Aspekt der Freude, der ebenso wichtig ist. Es ist die Freude und der Dank an die Planungsbeteiligten. Das eben Gesagte darf man ja nicht missverstehen als Freibrief zur Bummelei. Im Plan und Bauen des House of One ist höchste Professionalität gefordert, damit die Idee keinen Schaden nimmt. Und es ist ja noch viel an Details zu planen. Wir sind beileibe noch nicht fertig. Aber dennoch, viel ist geschafft. Bei allem, was schwierig war und ist, bei aller Komplexität der Themen und Abstimmungsprozesse, wir haben versucht, gemeinsam so zu planen und manchmal auch so zu streiten, dass es dennoch ein Planen in der Art und im Geiste des House of One ist. Diesen Anspruch dürfen wir als Stiftung nie aufgeben. Und ich hoffe, dass uns das so gut wie möglich weiterhin gelingen wird und uns bislang gelungen ist. In diesem Sinne möchten wir allen, die an dem Planungsgeschehen der letzten Jahre beteiligt waren und das House of One so weit gebracht haben, dass wir hier heute stehen können, Ihnen allen möchten wir sehr danken. Es sind die Planer, die von Anfang an dabei waren. Es sind die, die dazukamen und die, die uns durch kluge Beratung um eine schwierige Klippe navigiert haben. Für einen kleinen Dank möchte ich stellvertretend je einen Vertreter dieser Planungsbeteiligten kurz einmal nach vorne bitten. Also je ein Vertreter unserer Planungsbüros. Also ich gucke, Frau Farnin habe ich schon gesehen. Also bitte Frau Farnin, Herr Wagner weiß ich es hier, Herr Vogel steht hier vorne schon. Für alle, die uns kurzfristig bleiben, Herr Breitschaft bitte auch, muss einmal zum Dank nach vorne kommen. Herr Figge bitte auch für den Ziegelverband. Genau. Ja, sehr gut. Ein kleiner Dank des Präsidiums an Sie alle. Vielen Dank. So, und dann lassen Sie uns jetzt in diesem Kreise hier weiter an die Arbeit gehen. Auf dem Bauplatz in Ihrem Rücken werden die Arbeiten an den alten Fundamenten beginnen. Präzisionsarbeit in den Bereichen, in denen das neue Gebäude in die alten Mauern hineingelassen und hineingearbeitet wird. Aus dem Alten wächst unmittelbar das Neue. Tradition und Innovation werden sich verbinden. Diese Präzisionsarbeit im freigelegten Erdbereich wird uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Zum Glück gibt es die Terrasse über uns, die Ihnen stets dann gute Einblicke gewähren wird. Und Sie können daher auch dann gleich auch einmal hinaufgehen und schauen. Zugleich soll die House of One Box während der Bauzeit in den nächsten 5 Jahren ein lebendiger Ort werden. Wir sind der Zeppelin Rental GmbH und Herrn Schrader überaus dankbar dafür, dass Zeppelin uns die House of One Box zur Verfügung stellt.
Und dass Sie heute eine Ausstellung in der schön gestalteten Box besichtigen können, verdanken wir einer Förderung des Bundesinnenministeriums, die uns ebenfalls eine entscheidende Hilfe ist. Sie können dann gleich selbst auch schauen und die Ausstellung einmal begutachten. Wir danken auch sehr herzlich für diese Unterstützung. Und ganz zum Abschluss ist mein Wunsch ein ganz kurzer, dass sich nämlich in Zukunft möglichst viele nur kurz Zuschauerinnen und Zuschauer des House of One nennen und stattdessen schnell zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Friedensidee des House of One werden. Wenn es so uns weiterhin gelänge, wäre es schön. Dankeschön. So, und Sie wundern sich jetzt vielleicht, was machen diese drei jungen Frauen hier vorne? Es ist ja auch eher ungewöhnlich, in einem interreligiösen Dialog drei junge Frauen zu sehen. Und zwar sind wir die Moderatorinnen des interreligiösen Podcasts des House of One, 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Und wir sind? Ich bin Kübra Daikilic, ich bin islamische Theologin. Ich bin Maike Schöfer, ich bin Pfarrerin in Berlin-Adlershof. Und ich bin Rebecca Bogowski, ich bin Bildungsreferentin und Judaistin. Und jede zwei Wochen können Sie uns zuhören auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, wie wir wortwörtlich über Gott und die Welt reden. Und wir wollen uns auch heute bedanken, und wir haben ja schon zu Anfang der Veranstaltung gehört, heute ist ein Tag des Dankes. Und zwar wollen wir uns zunächst erstmal dafür bedanken, alle Initiatorinnen, an alle Mitarbeitenden des House of Ones, an alle Freiwilligen des House of Ones, und vor allen Dingen wollen wir uns namentlich einmal bei Kerstin Krupp bedanken, weil sie und zwar ist Kerstin die Pressesprecherin des House of Ones, und sie unterstützt uns neben den anderen Mitarbeitenden des House of Ones immer sehr tatkräftig, sitzt immer mit uns im Studio, reist mit uns überall hin und sorgt dafür, dass es uns drei gibt. Und wir wollen uns auch nochmal dafür bedanken, dass wir diesen einzigartigen Podcast überhaupt moderieren dürfen. Denn soweit ich weiß, ist das auf jeden Fall im deutschsprachigen Raum der einzig interreligiöse Podcast. Und das ist ja auf jeden Fall etwas sehr Großartiges. Und wir wollen uns auch dafür bedanken, dass wir interreligiösen Dialog runter vom Podium holen dürfen, in den Alltag anfassbar und hörbar machen dürfen. Und dass wir diese wundervolle Plattform haben, über feministische Theologie zu reden, zu streiten, zu diskutieren und auch zu lachen. Und wir hoffen, dass Sie alle einmal einschalten, uns zuhören und damit die Idee des House of Ones auch anfassbarer für Sie wird. Ja, das ist jetzt witzig, weil das House of One Modell hat ja auch unterschiedliche Größen. So, wir haben auch unterschiedliche Größen, deswegen muss ich kurz mit dem Mikrofon ein bisschen einstimmen hier. Genau, das House of One steht ja noch nicht, und da haben wir jetzt auch gehört, wir sitzen nicht einfach rum. Wir versuchen tatsächlich den Geist des House of One zu erleben und zu beleben und es zu füllen. Und da kann ich Ihnen auch gleich eine Veranstaltung ankündigen. Nächsten Dienstag am 20. Findet das Lesezeichen statt, und zwar ist das Thema Fremde und Geflüchtete in den Religionen. Da werden Sie wieder Einblicke von den drei Religionen bekommen, und im Anschluss gibt es eine Frage-Antwort-Runde. Eine zweite Ankündigung möchte ich machen, und zwar am 31.08. wird die Verleihung des House of One Friedenpreises stattfinden, und Sie können sich diese Termine schon gleich mal vormerken, und das Podcast finden Sie immer. Sie können es natürlich aktuell sich anhören oder aber auch im Nachhinein. Wir freuen uns, wenn Sie uns einen Daumen hoch hinterlassen und ja, über auch Kommentare. Dankeschön. Und wenn ich einmal am Mikrofon stehe, dann muss ich auch noch einen Satz sagen und nicht nur einladen zu den nächsten Programmpunkten. Sie haben es gleich geschafft, aber das House of One, also was für mich so besonders ist, ist, dass es nicht nur eine Idee in der Theorie ist und nicht nur theoretisch über interreligiösen Dialog gesprochen wird, sondern es wird auf allen Ebenen, egal wo, gelebt. Und bei unserem Podcast ist es so besonders, wir wurden vor 2 Jahren quasi zusammengewürfelt und wir kannten uns nicht, wir drei. Wir hatten ein Vorgespräch und haben dann schon mit der ersten Folge gestartet, und man kann
uns zuhören, wie wir eigentlich Freundinnen werden, wie wir uns kennenlernen, und zwar darüber, dass wir uns Zeit nehmen und über ein Thema auf Augenhöhe aus unseren religiösen Perspektiven miteinander sprechen. Und das machen wir seit 2 Jahren. Und ich habe mit den beiden über Dinge gesprochen, mit denen habe ich nicht mit meinen Eltern gesprochen, über die habe ich nicht mit meinen besten Freundinnen gesprochen, weil wann hat man die Chance, ausgiebig über ein Thema aus der religiösen Perspektive zu sprechen? Und das hat mir das House of One gegeben. Also ich habe nicht nur ein Sprachrohr, sondern ich habe auch wunderbare Freundinnen dazu gewonnen. Also vielen Dank. Und jetzt haben Sie es geschafft. Eine Stunde stehen ist ja auch wahnsinnig anstrengend. Ich darf jetzt auf was ganz Wunderbares aufmerksam machen. Und zwar erwartet Sie gleich dort drüben auf der Seite Köstliches und Stärkung für Leib und Seele. Es gibt dort Kaffee und Brezeln und Croissants und hoffentlich auch wunderbare interreligiöse vernetzende Gespräche und Austausch. Und dann darf ich noch was sagen? Let's talk about money. All das kann nur passieren mit Geld. Es gibt schon etwas und viele Förderer und Unterstützerinnen, aber trotzdem darf ich darauf hinweisen, dass jeder noch so kleine Betrag dabei hilft, dass diese Idee realisiert werden kann. Sie finden Infos dazu auf der Website, auf allen Flyern, aber auch in der Box hinter mir. Und dazu darf ich als letzten Punkt einladen. Das ist die House of One Box und Sie fragen sich, wie komme ich da rein? Auf der anderen Seite, gehen Sie rein, schauen Sie sich an, wie es drin aussieht. Und ich hoffe, Sie genießen diesen Tag des Dankes und des Losgehens.